Dominik Thiem spielt in St. Petersburg ab 15.30 Uhr in unserem Live-Ticker um seinen 10. Sieg bei einem ATP-Turnier. Der an Position 1 gesetzte Österreicher trifft im Finale des ATP World Tour -250 Events auf den Slowaken Martin Clizon. Weder hat Thiem bis dato gegen Clizon noch ein Turnier in der Halle gewonnen. Die Stimmung in der Halle zu St. Petersburg ist überaus respektvoll, den Abschied von Mikhail Juzny für immer als aktiver Spieler und für Daniil Medvedev aus dem laufenden Wettbewerb haben die einheimischen Zuschauer mit gebührendem Nationalgefühl begleitet. Die Stimmung, als Dominik Thiem zuletzt auf Martin Clizon getroffen ist, die war dagegen magisch. Der Mittwochabend bei den Generali Open 2018 war dafür auserkoren, dem Turnier- und Lokalfavoritenteam einen geschmeidigen Einstieg in das größte österreichische Sandplatzturnier zu ermöglichen. Volles Haus, sehr ansprechende klimatische Verhältnisse, alles hätte für eine große Sause gepasst. Wäre da nicht Martin Clizon gewesen, der im dritten Satz seine Chancen effizienter nutzte, die Entscheidung mit 7:5 gewann. Thiem gewinnt erstmals gegen Bautista Agut. Mit St. Petersburg verbindet der Slowake mindestens eine gute Erinnerung. 2012 hat er hier seinen ersten ATP-Titel überhaupt geholt. Thiems Erfahrungswerte fallen etwas bescheidener aus. Bei seinem einzigen Auftritt anno 2015 schied er gegen João Sousa im Halbfinale aus. Insofern überraschend, als dass der Portugiese eigentlich einer jener Gegner ist, gegen die der 25-jährige Lichtenwörter auf jeder Unterlage und zu jeder Tageszeit gewinnt. Martin Clizon, eher weniger. Dreimal sind sich die beiden auf höchster Ebene, alle Matches hat Clizon für sich entschieden. Eine erstaunliche Parallele zu den Begegnungen von Thiem mit Roberto Bautista Agut vor dem Halbfinale am Samstag. Da hat der Österreicher die Verhältnisse auch neu geordnet, sicher mit 6:4 und 6:3 gewonnen. Clizon schlägt in St. Petersburg Wawrinka wie überhaupt 2018 Dekasekundenjahr ist, in dem Dominik Thiem einige Rechnungen begleicht, so etwa mit Kevin Anderson, den er nicht nur beim ATP Masters -1000 Turnier in Madrid besiegen konnte, sondern auch im Achtelfinale der US Open. Clizon andererseits taucht im großen Tennis-Almanach unter dem Stichwort ausgebufft auf. Dem Slowaken sind keine Mittel fremd, Verletzungen aber auch nicht. In St. Petersburg hat Clizon mit Denis Shapovalov die Jugend, mit Stan Wawrinka die Abteilung mehrfacher Major-Sieger besiegt. Dominik Thiem fällt in keine dieser Schubladen. Und könnte am Sonntag in unserem Live-Ticker seinen ersten ATP-Triumph in der Halle feiern. Hier das Einzeltableau in St. Petersburg.